Servus, lieber Mike. Grüß dich. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch. Salongespräch 163. Thomas, mein Lieber, sei herzlich gegrüßt, wie immer, und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer. Ihr Lieben, wir sind noch zwei Wochenenden unterwegs. Jetzt dieses Wochenende in Wien, freuen wir uns schon sehr, und dann Aschaffenburg, rüber nach Bayern quasi. Und am nächsten Wochenende sind wir in Geestland und in Walsrode in Niedersachsen. Das eine ist nähe Bremerhaven und das andere in der Lüneburger Heide. Da freuen wir uns auch schon sehr, und dann gibt es dann keine neuen Termine. Wir freuen uns noch vielleicht auf Mitteldeutschland, auf Anfragen. Genau, wenn welche kommen, wäre schön. Mhm. Ja. Und bevor wir jetzt noch über die Salongespräche sprechen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, auch in der Beschreibung, wie gesagt, auch die Termine nochmal, die jetzt noch ausstehen. Und Illusion, Spielzeug der Wahrheit, das Buch von Mike, auch dort nochmal zu finden, beziehungsweise ein Verweis darauf. Und sorry, bitte, die E-Mail nicht vergessen. Ja, jemand, der noch Interesse hat, bei den Terminen teilzunehmen. Steht auch unter mehr anklicken, unter dem Video, den ersten Satz seht ihr, und dann müsst ihr auf mehr klicken, dann klappt es erst auf in der Beschreibung und dann seht ihr alles. Genau. War eine tolle Tour bisher, gell? Also wir können wirklich, also hat alles geklappt. Wir haben tolle Gastgeber gehabt, tolle Gäste. Also wir waren ja auch sozusagen Gäste quasi, ja. Nein, wirklich, also wirklich so warm und herzlich aufgenommen bei jeder Station, und gerade jetzt letzte Woche in Leoben und Gmunden. Ja. Und was ich auch schön fand, das hatten wir schon drüber uns unterhalten, dass es eben auch da möglich ist, dass sich da Menschen finden, die auch bereit sind, logischerweise im ländlichen Raum längere Anfahrt eventuell in Kauf zu nehmen, als jetzt in Berlin oder in einer anderen Großstadt. Ja, ja, wir hatten ja sogar ein paar Gäste dabei, die vorher den Termin hatten und dann zu dem Termin noch kamen. Also zum zweiten Mal uns nachreise. Nein, die hatten da sowieso Urlaub gemacht in Österreich, aber und kamen dann nochmal. Trotzdem, nachdem das zweite Mal den Termin besucht hatten, sich freundlich mit uns noch unterhalten und verabschiedet haben und nochmal bestätigt haben, sie hatten auch da beim zweiten Mal keine Langeweile. Genau, also das war auch dann, da hatten wir auch keine, sind wir nicht ins Schwitzen gekommen, weil wir ja nicht jedes Mal das Gleiche nach dem Skript sagen, sondern aktuell, je nachdem, was gerade anliegt. Also wie gesagt, danke nochmal an alle, die es möglich gemacht haben bei den Stationen, wo wir bisher waren, und an die Gäste, die gekommen sind und bis zum Ende auch geblieben sind und sich herzlichst bedankt haben, weil auf ein warmer Empfang und eine wahnsinnig herzliche Verabschiedung auch. Ich schließe mich da an und bedanke mich auch nochmal herzlich, und war eine Ehre für mich, an all den Terminen teilnehmen zu können, die wir bis jetzt hatten, bis einschließlich dem letzten, und freue mich natürlich auf die nächsten. Und ich glaube, Thomas, wir haben doch eine ganz schöne Fülle an Nachrichten. Ja. Was hier gerade so passiert, und da sollten wir die Zuschauer nicht länger... Genau. Also natürlich folgen wir momentan jetzt auch dem Scheinwerfer, ja, der jetzt voll auf Israel und die ganze Region gerichtet ist. Und das Erste, was mir da so aufgefallen ist, vielleicht für euch Zuschauer auch nochmal im Rückblick, ich konnte das gut erkennen, wie wahnsinnig schnell das gehen kann von I stand with Ukraine zu Ukraine, was war da nochmal los? Ja, komplett raus. Also wirklich, es wird von einem Tag auf den anderen. Auch die Amerikaner, Sprecher vom Weißen Haus, sagt, also es gibt hier auch irgendwo ein End of the Road. Also wird auch schon der Ausgang sozusagen, die Tür schon langsam aufgemacht, ja, um da irgendwie rauszukommen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und da ist nichts geklärt. Also was glaubst du? Also jetzt nochmal, wir reden gleich über Israel, aber Ukraine wird irgendwie still beerdigt, da wird irgendeine Vereinbarung kommen, oder was glaubst du, was da kommt? Ja, das ist jetzt Spekulation, ne? Aber wir können an solchen Dingen wieder erkennen, wie das früher auch gelaufen ist. Ja. Sie bringen uns in Themen rein, wo man erstmal den Kopf fast wieder verliert vor Angst, weil man wieder mit Angst zugeschüttet wird. Und dann läuft das nicht so, wie sie es denken, und dann irgendwann verläuft das im Sande, genau wie irgendwelche Spekulation über Politiker, die man uns mal kurz hinwirft mit einem Untersuchungsausschuss, das verläuft dann auch im Sande und. Das ist das uralte Prinzip. Aber meine Überzeugung ist eben, das funktioniert nicht mehr auf dem Niveau, wie es früher funktioniert hat. Und das liegt an uns Menschen, speziell an denen, die sich eben nicht mehr einfach so schnell ins Boxhorn jagen lassen. Bevor wir in die Details gehen, die ich auch gerne mit dir bespreche, wo man dann auch noch mal anhand der Details wieder Rückschlüsse ziehen kann. Ja.
Ich, wenn du mich fragst nach der Ukraine, ich glaube, dass am Ende der Kette, wie immer dieses Ende jetzt herbeigeführt wird, halte ich es als wahrscheinlich, dass die Ukraine zum Teil aufgeteilt werden wird. Mhm. Mhm. Es gibt Länder wie Polen und die Tschechen. Interessen, ja. Wo ich glaube, dass da wieder Gebiete zurückfallen werden. Ansprüche, genau. Und dann glaube ich, wird natürlich Russland als der Sieger, der aus dem Konflikt als Sieger hervorgeht, die werden sich dann die entscheidenden Punkte nehmen, um eine Pufferzone zu haben und wahrscheinlich die Krim, andere Dinge, die eine Rolle spielen, wo auch noch russische Bevölkerung ja noch in der Ukraine in den Gebieten vorhanden ist. Und so wird wahrscheinlich aus der Ukraine, wenn überhaupt, nur noch sehr wenig übrig bleiben. Wenn du mich fragst, das ist meine Ja, bin ich auch, das glaube ich auch, so wird es kommen. Ja. So, aber wie das jetzt genau ineinander läuft, da müsste ich ja wieder ein Prophet sein oder ein Insider. Das bin ich nicht, das eine und nicht das andere, aber das ist meine Antwort auf deine Frage. Und ich glaube auch, dass da nichts mehr großartig jetzt hochgekurbelt wird, dass sie zum Beispiel merken, mit Israel läuft jetzt doch nicht so toll, wie sie dachten, dass die Menschen so stark darauf einsteigen und dass sich daraus das entwickelt, was man prognostiziert im Negativen. Dann könnten sie vielleicht wieder dahin switchen und das nochmal im Umlauf bringen. Aber du kannst dich ja der Realität ab einem gewissen Punkt nicht mehr entziehen. Auch nicht die, die uns hier in diesem Narrativ halten wollen. Weil die Realität holt jeden ein. Also die Realität, damit meine ich die Wahrheit, irgendwann entblößt sich alles und dann wird das offenbar. Also du kannst so viel etwas stark reden, wie du willst. Wenn es nicht stark ist, wenn's ist es nicht stark. Wenn es dann irgendwann nicht heiß draußen ist, kannst du irgendwie nicht ewig vom Hitzesommer sprechen. Ja? Zum Beispiel. Israel. Also man begibt sich ja heutzutage schon in eine exponierte Position, wenn man sagt, ich halte jetzt erstmal, ich schlage mich jetzt auf keine Seite. Ja, das wird erwartet, ja, dass du natürlich im Westen dich eher der israelischen Seite, auf die israelische Seite schlägst. Für mich ist klar, es gibt da keinen rein Guten und keinen rein Bösen und es ist schon wieder so auffällig, dass so auch verschwiegen wird, was Israel da auch die letzten Jahrzehnte und Jahre gemacht hat. Und es waren nicht immer nur vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber den Palästinensern. Ich möchte nur kurz einflechten, Thomas, dann sprich bitte gleich weiter. Du bist bestimmt meiner Meinung, wenn ich denn sag's, wenn wir von Israel sprechen, von den USA, von Deutschland, von China, dann meinen wir nicht die Bevölkerung an sich. Natürlich, aber ganz genau. In den Medien und in der Politik wird es ja personifiziert auf das Land und die Bevölkerung. Die Israelis, richtig, ja. Die Palästinenser, die sind jetzt die und die sind jetzt die. Das ist ja die Spaltung. Aber guter Hinweis, danke. Also dann sagen wir, die israelische Regierung hat da jetzt nicht wirklich dazu beigetragen, dass die Palästinenser irgendwie hier zufrieden sind. Ich will jetzt auch diesen Konflikt gar nicht besprechen. Das geht seit 1948 oder 49, wenn man so will. Ja. Durch die Engländer übrigens. Aber worauf ich hinaus will, so wie bei der Ukraine auch am Anfang, werde ich sofort aufmerksam, wenn sie mir erzählen, also hier haben wir das arme Opfer und hier haben wir die bösen Täter. Ja? Wir sollten vielleicht mal an folgender Stelle anfangen, Thomas. Nur, weil du gerade die Entstehung Israels in kurzen Moment angesprochen ist. Ich hatte ja schon immer gesagt, dass dieses ganze Prozedere in diesen Regionen bewusst so organisiert wurde von den Siegermächten, die ja auch bewusst vorher den Krieg installiert haben, den wir in Europa hatten, dass ein Konflikt dort unvermeidbar ist, wenn man einen Staat aufbaut auf der Grundlage, wie es einfach gemacht wurde. Unlösbar auch. Bestimmte Rechte einfach anderer Menschen ignoriert und sich nur noch auf eine Seite zu stellen. Das ist eine Sache, die geht sogar tiefer im Religionswissen, weil der Berg Zion, da sind die Ansprüche der verschiedenen Religionen begründet. Und eigentlich ist der Berg Zion der Berg der Schöpfung, die Jesus oder Gott
als Throninhaber definiert. Mhm. Und der Antichrist hat diesen Platz übernommen, aber nur, weil er die Menschen überzeugen konnte, ihn anzubeten. Und der Antichrist will diesen Platz nicht freigeben, darum braucht er die Zerstörung, den Konflikt, der da immer wieder herrscht. Mhm. Mhm. Damit kann er regieren. Der Antichrist, das Negative, wie man es auch bezeichnen will, braucht die, um Substanz, in der Substanz zu sein, braucht er Zerstörung in Form von Spaltung. Auch die negative Energie, die da freigesetzt wird. Natürlich. Ja? Das ist die Nahrung, ja. Mhm. Natürlich. Und wenn dieser Platz sich einigen würde, das heißt, alle die Religionen, die da sind, sagen würden, wir vergessen mal diese Dogmen der Religion und wir wenden uns wieder einen Schöpfer zu, der ja in allen Religionen von der Basis enthalten ist. Genau. Und man nimmt die ganzen Dogmen der Menschen, die die Religion erdacht haben, weg, dann hast du da Harmonie. Mhm. Dann gibt es nicht mehr, ich bin der und du bist der und der ist der, sondern wir sind eine Familie. Und das sollte in der ganzen Welt so sein. Das sollte man aus spiritueller Sicht sehen. Aus rationaler Sicht ist das natürlich die Umsetzung in der physischen Welt. Die Kräfte, die uns kontrollieren wollen, brauchen immer wieder Ablenkung für uns und Angst. Angst an erster Stelle und Ablenkung ist der nächste Schritt. Gehört immer dazu. Mhm. Und wenn ich jetzt mal kurz auf den Konflikt eingehe, dann überlegen wir doch mal Folgendes. Der Mossad ist wahrscheinlich der bestausgebildetste Geheimdienst überhaupt, wenn es sowas wie den Besten gibt. Mhm. Und in der Region, wo jetzt die Vorfälle waren, gleich zu Anfang, da fliegt nicht eine Fliege unbemerkt von einem Zentimeter zum anderen. Und dann braucht es Stunden, bis die wissen, was da geschieht. Und hinkommen, 6 Stunden bei diesem Festival. Völlig undenkbar aus meiner Sicht. Meiner Ansicht nach auch, ja. Damit siehst du eine False Flag. Ja, lass mich kurz zu Ende sprechen. Das ist das Gleiche wie, was wir die letzte Zeit oft erwähnt haben, 9-11. 9-11 ist auch eine Geschichte, die man uns so versucht hat zu verklickern, dass wir geglaubt haben, es ist so, bis wir es hinterfragt haben und mit logischen Argumenten feststellen, so wie es uns da vorgeführt wird, ist es nicht. Genau, das ist das Erste, was einem einfällt. Ja. So, was genau die Intention dahinter ist, das sind die Dinge, die kannst du nicht in der Form gleich wissen, wenn du nicht eingeweihter bist. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist der, Ablenkung. Aber wovon? Ja. Von welchen Ereignissen? Von Biden in den USA, was ich schon mal gesagt habe? Das ist auch eine Ablenkung. Im Moment erleben wir endlose Ablenkung. Mhm. Die Ukraine ist letztlich auch ein Teil der Ablenkung. Aber wovon? Genau. Davon, dass wir Menschen erkennen, dass wir in einem Wandlungsprozess sind. Wir sollen beschäftigt werden, ja, damit wir da nicht weiter drüber nachdenken. Du sollst mit deiner Energie nicht ins positive Denken kommen und dir eine bessere Welt schon ausmalen. Sehr schlüssig für mich, ja. Sondern du sollst in der alten Welt gefesselt werden mit diesen ganzen Ablenkungen. Und was passiert denn bei Ablenkung? Das ist ja im Zusammenhang mit den Dingen, die wir hier wahrnehmen, immer Angst. Genau. Du sollst jetzt nicht mehr an dem Flughafen oder am besten gar nicht mehr fliegen, du sollst am besten gar nicht mehr reisen, du sollst dich wieder verstecken. Was war zum Beispiel mit Corona? Genau das Gleiche, stay home. Ja. Flieg am besten nicht, ja. Bleib zu Hause, ja. Reise nicht. Ja, bunker dich richtig. Ein und besuch um Gottes Willen nicht deine Familie, sondern nicht die bleib Großeltern bei dir und so weiter. Ja, ja, ja. Ja. Merkst du, dass das alles zusammenpasst? Wie weit jetzt die Dinge, die dort geschehen sind, wirklich geschehen sind. Jetzt überlege mal, du wärst jetzt eine Organisation XY, um das mal ein bisschen neutraler zu halten, und du willst in einer Region dich behaupten, und weil du dort aus deiner Sicht diskriminiert wirst. So weit, dass du jetzt sagst, du musst Gewalt anwenden, weil ansonsten kommst du da nie klar. Ja. Ist es besser, wenn du den Rest der Welt Dinge offenbarst, wo der Rest der Welt sagt, die sind ja abscheulich. Was machen die für Taten? Oder ist es besser, wenn du schon
Gewalt anwendest, dass du sie so anwendest, dass du nicht als wirklicher Sadist da bist. Ja, genau, die Frage stelle ich mir auch, richtig. Ja. Also würden die von der Cleverness sagen, sie töten jetzt kleine Kinder oder eine alte Frau oder einen alten Mann? Oder würden die eher Soldaten oder Polizisten angreifen in diesem Land und dann vielleicht zu Tode kommen lassen und das als Kampf darstellen? Das ist doch eine völlig andere Struktur der Wahrnehmung für den Menschen, der dann sagt, naja, es war immer noch nicht nett, dass der jetzt da Menschen erschießt, aber der hat da irgendeinen Grund für, den müssen wir mal analysieren. Aber wenn der gleiche Mensch Kinder tötet, vielleicht sogar noch Babys in den Ofen steckt oder sonst irgendwelche Perversitäten, da hast du doch automatisch als derjenige, der diese Dinge vollzieht, weißt du doch, der Rest der Welt wird dich zu Tode verurteilen. Richtig, genau. Also die Hamas, denen das vorgeworfen wird, wobei es gibt ja schon auch wieder Dementi von Gräueltaten, die so nicht statt, die Israelis auch nicht bestätigen. Nicht die Israelis. Israel, richtig, die israelische Regime. Ja. Und die Hamas weiß natürlich auch, wenn wir das machen, so wie es uns jetzt erstmal gezeigt wird, sind die nicht doof, wissen die, okay, da muss eine Reaktion kommen und die wird heftig, ja, von der israelischen Armee oder die müssen ja irgendwas machen, das sind ja fast gezwungen. Ja? Thomas, nochmal, die Hamas hat keine Chance. Genau. Hat keine Chance. Das ist so, wenn du sagst, die Schweiz greift jetzt die USA an. Ja, genau. Ist ein bisschen weiter entfernt, aber genauso illusorisch. Die Hamas kann das tun oder die können das tun und wie man die alle bezeichnet, diese Gruppen, die können alles Dinge tun, aber die haben keine Chance. Nein, nein. Das israelische Militär ist das bestausgebildete Militär, genauso wie der Geheimdienst und die haben hervorragende Waffen und da ist völlig chancenlos, dass man sagt, dass die dann Krieg mit denen führen. Genau. Also macht das doch mehr Sinn, dass es wieder eine Sache ist, die uns ablenken soll. Ein Konflikt, der so geschürt wird, dass wir wieder in Angst verfallen und wieder abgelenkt werden. Und umso mehr Angst du erzeugst, umso mehr potenzierst du diesen Krisenherd und die Dinge, die sie umsetzen wollen. Weil es immer mit der negativen Energie zu tun hat, die du in deinen Gedanken ins Feld schickst. Aber auch dein Tun, dein physisches Tun, wenn sich jemand mit dem Gedanken der spirituellen Welt nicht auseinandersetzen will. Dein physisches Tun ändert sich doch auch. Du fängst vielleicht an, auf der Straße einen Araber ganz anders anzusehen. Ja, wenn du jetzt weißt, das ist ein Araber, dann und hörst noch, da haben so und so viele Araber demonstriert, den nächsten, den du auf der Straße siehst, der vielleicht gar nicht teilgenommen hat, den siehst du mit anderen Augen. Und dann hast du vielleicht sogar Angst, wenn du in einen Laden gehst oder die Straße lang gehst und da ist ein Araber, dann denkst du, oh, der könnte ja jetzt ein Messer ziehen oder ein Selbstmordattentäter sein. Das ist doch alles eine völlig andere Art, mit den Dingen dann umzugehen. Und ja, und ich muss zugeben, wir hatten vor der Aufzeichnung jetzt hier auch kurz das angesprochen. Nicht, dass ich jetzt in Angst verfalle, aber mir schmeckt es nicht, wenn ich höre, hier Freitag, jetzt an dem Tag, wo das Salongespräch erscheint, liebe Zuschauer, Freitag, den 13. soll es irgendeinen internationalen Dschihad geben. Das ist natürlich alles schon, ist mir schon klar, dass das auch bewusst so gestreut wird. Aber ich kann mich, weil ich da privat jetzt auch gerade jetzt jemanden wegfliegen, der wegfliegt morgen und es heißt, man soll nicht fliegen und so weiter. Ich nehme das jetzt nicht so absolut ernst, aber ich muss zugeben, ich tue es auch nicht komplett ab. Oder, nein, das ist, ja auch völlig normal. Ich tue das auch nicht einfach ab. Schau mal, die Menschen, die dort jetzt, wer immer auch dahinter steckt, ich habe da meine Vorstellung von. Für mich ist das relativ klar, aber ich werde das jetzt nicht äußern, solange ich nicht mehr Argumente dafür habe, dass ich sage, ja, hier kann ich sagen, es ist so. Aber die Logik in mir sagt mir, was da eigentlich passiert. Und da sind Dinge auch geschehen. Nicht in dem Rahmen, wie sie uns erzählt haben, aber sie sind geschehen, da sind Explosionen erfolgt. Aber ob das eine Rakete war oder ob das eine Sprengung war und wer diese Rakete oder die Sprengung vollzogen hat, das sollte man nicht einfach so abtun und sagen, ja, das, was der Mainstream sagt, das ist automatisch richtig. Sondern das ist genauso wie 9-11 oder andere Vorkommnisse.
So, und wenn du jetzt an der Stelle aber bist, dann weißt du, es ist trotzdem was geschehen. Da gibt es also Menschen, die nehmen im Kauf, dass andere sterben. Mhm. Mhm. Auch wenn die Art und Weise, wer und wo und was da gestorben ist oder wer da gestorben ist, nicht unbedingt im Detail stimmt, aber es sind Dinge geschehen. Davon gehe ich auch aus. Also ich glaube nicht, dass das ein Film ist, Riesenfake sehen, ist, sondern dass da Dinge geschehen. Das muss auch so sein, damit eine Glaubwürdigkeit entsteht. Mhm. So, und natürlich ist das genauso denkbar, dass sie dann auch irgendwelche Dinge wieder geschehen lassen an irgendwelchen Plätzen der Welt. Vielleicht am Freitag, vielleicht danach, vielleicht aber auch nicht. Aber dass es geschehen kann, ist genauso wahrscheinlich wie das, dass es da geschehen ist in Israel. Mhm. Und damit muss man eine Angst haben. Oder sollte man nicht Angst haben, aber damit ist eine Angst in gewisser Weise begründet. Gerade wenn du einen Menschen hast, der jetzt da in den Flieger steigt und wegfliegt. Weil rein theoretisch ist jeder Platz dafür geeignet. Mhm. Und du weißt nicht, ob es gerade dieser Platz ist oder ein anderer. Also eine völlige Gleichgültigkeit sollte man den Dingen sowieso nicht entgegenbringen, sondern nur feststellen, dass da Dinge geschehen. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der am Freitag fliegen will oder wollte, ich jetzt aus meinem Gefühl heraus, aus meiner Überzeugung, würde fliegen. Mhm. Ich auch. Mhm. Ja, aber ein anderer, der eine andere Überzeugung hat, der sollte dann auch nicht fliegen. Richtig. Weil wenn er in sich selber wahrnimmt, Moment, das macht mir zu viel Angst, dann macht das nicht. Genau. Das sind die Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss, was ich als Souveränität sehe, auch wenn jemand noch nicht so weit ist, die Dinge in einem gewissen Maß zu überschauen. So weit, wie er ist, ist er. Und dann tut er das, was er tut. Individuell. Für mich ist es so, dass ich diese Vorkommnisse sehe aus der Perspektive, dass ich das, was ich bildlich erklärt bekomme, so wie man es mir erklärt, sind zu viele Widersprüche da drin. Zu viel Unlogisches. Schon von dem Moment an, wo ich sage, in diesem Gebiet passiert nichts ohne Beobachtung. Und wenn da was geschieht, dann ist innerhalb von ein paar Minuten sofort etwas am Werkeln dagegen und nicht nach 5-6 Stunden. Ich wollte nur kurz ergänzen vorhin, weil du False Flag gesagt hast. False Flag ist die eine Variante, die vermutet wird. Also da müsste man sagen, okay, da kamen also israelische Soldaten verkleidet als Hamas-Kämpfer irgendwie an. Ja, das wäre False Flag. Ja. Die andere ist, die halte ich für wahrscheinlicher, gibt's auch, ist auch ein Fachausdruck, let it happen by purpose, also lass es absichtlich geschehen, tu nichts, verhindere es nicht. Ja? Wobei es immer noch unlogisch ist, weil ich möchte mal darauf zurückkommen, die muslimische Welt macht sich gerade richtig unbeliebt, noch unbeliebter als ohnehin schon sind durch ihre Anschläge und die negative Energie, die da immer noch in der Region. Also auch zwischen den Muslimen, ja, gibt es ja auch keine Einigkeit. Und jetzt werden da irgendwie weltweit irgendwie, dass jüdische Einrichtungen angegriffen werden sollen und so weiter. Damit macht man sich jetzt auch nicht, das ist auch keine Schamoffensive, ja. Die machen ja weiter. Ja, aber das sind nicht die Menschen. Das ja, sind ja, nicht die aber wer hat das Interesse, also wo, was glaubst du, wo das Interesse her ist, dass sie so unmöglich gemacht werden jetzt? Also jede Organisation, die terroristische Akte vornimmt auf der Welt, egal welcher Nationalität sie sind, ob es Asiaten sind, Westeuropäer, was auch immer, Araber, was auch immer, sind alle in der Basis gefördert von den Geheimdiensten der Welt, ja, bin die ich dem auch Deep State überzeugt. Letztlich unterstellt sind. Mhm. Hundertprozentig. Yeah. Das ist Teile und Herrsche. Mhm. Diese Terroristenzellen, die sind dafür trainiert, Dinge zu tun, die uns in den Augen der Zuschauer vermitteln sollen, sie repräsentieren eine große Mehrheit. Das tun sie aber nicht. Sie repräsentieren nur eine kleine Minderheit, die fanatisch sind. Und Bilder, die wir gezeigt kriegen im Mainstream, die sind teilweise sogar durchschaubar, dass du, wenn du denkst, oh, das sind ja Hunderte oder vielleicht sogar Tausende, dann erkennst du auf einmal im Marsch, Nach einer Minute, da ist ja schon wieder der gleiche Kopf, der da vorne war. Das wird auch manchen Menschen gar nicht bewusst. Die Fülle der Menschen, die man uns zeigt,
Die stehen nicht hinter diesen Dingen. Der Mensch ist nicht von Grund auf schlecht, wie man es uns verklickern will. Und die breite Masse ist überhaupt nicht für Krieg. Die wollen ihre Ruhe haben, ja. Die wollen in Frieden leben. Ja. Aber durch solche Ereignisse holst du immer wieder Nationen. Guck mal, in unserem Sprachgebrauch, die ersten 2-3 Minuten hast du immer von Israelis gesprochen oder von den Palästinensern. Ja, aber das ist nicht der Fall. Ist nicht präzise, ja, das stimmt. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Wenn du sagst, die Deutschen. Würde ich ja auch mich angesprochen fühlen. Natürlich, wenn du sagst, die Deutschen, die haben jetzt der Partei XY so viel Stimme gegeben. Woher weißt du das, dass die Deutschen das gemacht haben? Kennst du die Ergebnisse, weil du selber gezählt hast? Weißt du, dass die Zahlen, die wir repräsentiert bekommen, jetzt bei der letzten Wahl zum Beispiel, der Wahrheit entsprechen? Glaubst du, dass die CSU und die Grünen noch die Prozente erhalten haben der Menschen in Bayern zum Beispiel, die man uns im Fernsehen verkauft? Na, ich glaube das hundertprozentig nicht. Du hast doch keine Chance als normaler Mensch, der nicht die Dinge von hinten kontrollieren kann, zu sagen, ja, die Ergebnisse stimmen. Ganz simpel, wie schon oft erwähnt, wir haben eine Wahlbeteiligung. Ja, wie hoch ist die denn gewesen in Bayern? Wie viele Menschen sind denn zur Wahl gegangen? Das ist schon mal das Erste. Stimmt diese Zahl? Nehmen wir mal an, es sind also nur 50% der Bevölkerung dort zur Wahl gegangen. Und von diesen 50% hat eine Partei 20%. Dann sind das nicht 20% von 100, sondern von 50. Also haben sie nur noch eine Zustimmung von 10% der gesamten Menschheit, die dort gewählt hat. Richtig. Und wenn dann diese Zahlen auch nicht stimmen, damit reduzierst du doch noch weniger, die tatsächlichen Zahlen. Also weißt du doch gar nicht, wie viele Anhänger es wirklich für die einzelnen Parteien gibt. Und wenn du andere Parteien runterrechnest, dann weißt du gar nicht, wie viel wirklich zu dieser Partei stimmig sind, weil du sie runtergerechnet hast. Also weißt du doch gar nicht, ob das Wahlergebnis der Bayern überhaupt übereinstimmt. Kannst du nicht prüfen, ja. Musst du nur treu und glauben. Ja. Und was glaubst du denn? Glaubst du denn, dass wir die Wahrheit hören? Nein, überhaupt nicht. Also, aber entschuldige, wenn du das sagst, wie viel Prozent würdest du von der Logik jetzt in dir selber sagen, dass du sagst, die Zahlen, die da stehen, die stimmt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für dich, dass die Zahlen stimmen? Ich tendiere gegen null. Na, ich sage, dass die Zahlen stimmen, die Wahrscheinlichkeit. Du tendierst gegen null. Ja. Ja, damit lässt du dir noch eine kleine Spanne offen. Ich zum Beispiel aus meinem Bauchgefühl, ohne dass ich jetzt Zahlen addieren konnte, weil ich ja, wie gesagt, nicht derjenige bin, der das tun kann, sage, meine Logik sagt mir null. Ja. 0% Wahrheit. Wie viel Wahrheit da drin steckt, keine Ahnung. Aber 0% Wahrheit von dem, was man uns da sagt. Ja, okay. Ja, aber wenn ein Steinmeier zum Beispiel jetzt sich hinstellt und Hassreden führt, hast du das mitbekommen? Ja, was meinst du? Ihn ekelt es an, was da in Israel passiert. Ah ja. Ihn ekelt es an. Ihn widert es an. Mit einem Gesichtsausdruck, als würde er jetzt gleich jemanden erschießen wollen. Ja. Wie maßt sich ein Mensch an, überhaupt ein Urteil zu fällen, ohne dass er die Details kennt? Das ist eine Hassrede aus meiner Sicht. Es gibt einen Satz von Lao Tzu aus dem Taoismus, der sagt, wenn die Politik von Moral spricht, dann verkommt das Volk. Den haben wir schon mal gehabt, den Satz, ja. Genau das passiert gerade. Nicht nur jetzt, sondern schon ewig, so klar und deutlich. So wie du vorhin zu Anfang gesagt hast, du darfst doch nicht mal mehr etwas in Frage stellen. Du sagst ja noch nicht mal, du sagst jetzt, das ist nicht so, das ist ganz anders, sondern du sagst nur, du stellst es in Frage. Genau, Du lässt es im Raum stehen und willst erst mal erforschen. Genau. Wie viel Wahrheit da wirklich hintersteckt. Damit bist du schon radikal irgendwo eingeordnet. Und
in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, geht das anscheinend. Mhm. Ja, richtig. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass es schon viel mehr Menschen gibt, die so denken wie du. Die sich jetzt nicht mehr dieses Angstprogramm mhm. so reinziehen und gleich sagen, ach, um Gottes Willen, ja und hier und so, und das habe ich gerade gesehen, und das haben die ja gezeigt, und da war ja ein Foto und da war ja ein Bild. Was siehst du denn, wenn du eine Kameraaufzeichnung siehst, eine Filmaufzeichnung? Was siehst du denn? Du siehst Bilder. Aber weißt du, welche Figuren da jetzt wirklich was machen? Wer da aus dem Laster rausgezogen wird und auf den Boden geschmissen? Haben wir nicht schon Bilder gesehen, wo man uns gezeigt hat, Tote wegen Corona oder wegen das und das? Das hat man festgestellt, das sind Archivfotos und Archivaufnahmen. Bergamo, Lampedusa, genau, ja. Mhm. Und du kannst sowas auch alles stellen heutzutage. Ja, ja. Damit zweifle ich nicht alles im Ganzen an, dass gar nichts passiert ist und dass da nicht auch Dinge geschehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da so gearbeitet wird, wird doch immer größer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und zum Schluss kommen wir wieder dahin, dass das alles eine Idee dahinter steckt. Eine Idee dahinter steckt, uns von etwas abzulenken. Und die Frage ist immer wieder, wovon lenkt man uns ab? Und mittlerweile ist für mich, kann nur für mich sprechen, immer klarer, man lenkt uns oder man will uns davon ablenken, dass wir in einem Zeitzyklus sind, wo wir die Macht übernehmen. Im positiven Sinne, wir Menschen, unser Bewusstsein sich so entfaltet, dass wir solche Gespräche führen können, aber nicht nur wir, auch andere Menschen untereinander und die Dinge in Frage stellen und auf einmal erkennen, dass wir geführt werden, aber nicht in die richtige Richtung, sondern dass man uns gewollt in eine Sackgasse führen will, aus der man nicht rauskommt, in eine Hamster-Rotierungsfalle, wie ein Hamsterrad, wo du wieder in dieser Angstschleife und mit diesem und hier und da und dort problembehaftet bist und dich nicht befreist. Also ich gebe dir auch recht und auch liebe Zuschauer, vielleicht seht ihr das auch so, es ist nun mal, wenn man sich das mal rückblickend anschaut, die ganzen Angstnarrative haben massiv an Stärke verloren. Ja? Also Klima ist irgendwie schon, macht nicht mehr vielen Leuten Angst. Die Ukraine, das Ganze ist ja schon seit Monaten am Abflauen, auch das mediale Interesse. Und es hat sich förmlich aufgedrängt, muss was Neues her. Ja, was Neues her, sage ich ja. Aber das Neue ist gleich morgen schon wieder das Alte. ja. Da sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, ja? Was als nächstes kommt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diese Wahlen nochmal nimmst, die wir ja in Deutschland hatten, aber auch an anderen Stellen der Welt siehst. Die Grünen oder die Ideologie der Grünen hat doch überall, selbst mit den Zahlen, die verfälscht sind aus meiner Sicht, verloren, ja. Haben sie trotzdem überall verloren. Woran liegt das? Weil es den Menschen auch ans Portemonnaie geht. Auch ein Punkt des Egos, festzustellen, oh, das haut aber doch nicht hin mit der Energie und das haut doch nicht hin und das wird teurer und das wird teurer und das wird teurer. Und jetzt haben sie langsam verstanden, woran das liegt. An den politischen Maßnahmen, nicht an der Welt, nicht an dem Planeten, nicht an den Möglichkeiten, die wir haben, sondern daran, dass Maßnahmen ergriffen werden. Und dann kommen die mit immer weiteren Forderungen und du sollst noch mehr Geld dafür ausgeben und kriegst noch mehr Auflagen und wirst immer noch mehr begrenzt, begrenzt, begrenzt. Dann hörst du zwischendurch Autos ab 30 nicht, ab 2030 nicht mehr oder ab 40 brennen dann die Zahlen und hin und her. Ja, und Batterieautos können wir nicht so viel herstellen und der Strom ist natürlich begrenzt und wir heizen im Winter, mal 20 Grad, aber nur zwischendurch und kannst ja auch mal eine Woche lang nicht duschen. Und weißt du, diese ganzen Dinge, die sind doch völliger Irrsinn, wenn du begreifst, dass du ganz andere Quellen hättest, wenn du mit denen arbeitest, dass du wieder völlig normal leben kannst. Mhm. Normal im Sinne bezogen, im rationalen, materiellen Sinne. Das, was wir vorher hatten. Ja, das ist ja auch schon eingegrenzt. Ja, ja. Genau. Und wenn du dann weiter fragst, was wir oft schon in unseren Salongesprächen getan haben, wie ist das dann mit den Steuern? Wie viel Geld wird denn da wirklich eingenommen? Warum zahle ich dann nochmal eine Steuer auf eine Steuer? Warum wird dann mein Einkommen nochmal versteuert? Warum zahle ich überhaupt so viel? Muss ich denn überhaupt so viel zahlen? Muss es eine Benzinsteuer geben? Muss es eine Kfz-Steuer geben?
Wo fließen denn diese ganzen Milliarden, Milliarden, Übermilliarden hin? Und dann hinterfragst du das Banksystem und sagst, ja, wie ist denn das Banksystem aufgebaut? Wo sind denn da Logiken, dass du sagst, dieses Geld ist besichert? Wo ist es denn besichert? Durch welche Werte? Und wie viele Milliardäre gibt es denn auf der Welt? Mhm. Und wie sieht das gleichzeitig mit der Bevölkerung aus? Die haben immer weniger Geld. Und wo ist denn das Geld? Und wo ist denn das Geld 2008 in der Bankenkrise gelandet? Das war auf einmal weg. Hat das einer verbrannt? Oder haben das irgendwelche anderen Menschen, die auf einmal mehr Milliarden haben als vorher? Und wo sind denn die Besitztümer hingewandert 2008, speziell in den USA? Wer hatte denn noch Häuser, die früher Häuser besessen haben? Und wo sind denn die Häuser gelandet? Bei den Banken. Und was haben die Banken damit gemacht? Also all diese Dinge, die sind doch nachher als kompaktes Produkt zu sehen. Und dann erkennst du doch, das ist ein wahnsinniger Betrug an den Menschen, mhm, an der Menschheit. Aber wenn der Mensch solche Fragen nicht stellt, dann kriegt er auch keine Antworten. Der alte Satz, stell die richtige Frage, kriegst du die richtige Antwort. Mhm. Stellst du dir selber die richtige Frage, kannst du dir auch die richtige Antwort unter Umständen geben. Stellst du dir die falsche Frage, kriegst du auch die falsche Antwort. Aber wenn du immer nur Fragen stellst, ja, Moment mal, also der Politiker, der war letztes Jahr so, aber ich glaube, der hat sich jetzt ein bisschen geändert und der wählt ja in die andere Partei, also wähle ich doch jetzt mal nächste Woche, nächsten Monat, wenn die Wahl ist, die Partei. Dann stellst du nach kurzer Zeit fest, Moment mal, ist ja eigentlich wieder genau das Gleiche, aber der aus der FDP, der hat doch jetzt was ganz Tolles gesagt, der will doch jetzt die Wärmepumpe abschaffen. Ah ja, ich warte mal die nächsten 3 Jahre, dann wähle ich die. Ja? Und dann wählst du die und dann stellst du fest, na, die Wärmepumpe kommt trotzdem. Und dann sagst du, ja, aber Moment mal, die Grünen haben gesagt, wir werden jetzt an der Stelle das machen. Das klingt ja ganz gut, dann will ich doch mal, dann hast du schon 12 Jahre hinter dir. So ist es. So ist es wirklich. Ja. So ist es. Und jeder, der heute noch glaubt, wenn er eine Partei wählt, ändert er irgendwas, tut mir leid. Mhm. Mhm. Jetzt ist abzuwarten, was in den Alternativen passiert, wie der AfD. Die werden mit Sicherheit weiter Zuwächse haben, davon bin ich überzeugt, speziell wenn die anderen so weitermachen. Ja, genau. Und es werden auch immer mehr Menschen damit konfrontiert, die sagen, naja, also ist vielleicht doch nicht so ein Spinner, wenn er sagt, dass die alle sowieso unter einem Hut sitzen, also wähle ich jetzt mal die stehen da nicht unter dieser Mütze. Ja? Und du siehst ja auch, wenn du jetzt so einen Söder hörst, vor der Wahl jetzt, kurz vorher, sagt er auf einmal, ja, wir müssen hier Änderungen stattfinden lassen, auch im Einwanderungsgesetz und wir müssen hier und wir müssen da Dinge, die er vorher völlig anders gesagt hat. Naja, jetzt ist er gewählt, jetzt warte mal ab, ein paar Tage später ist das schon nicht mehr entscheidend, was er da gesagt hat. Ist an allen Stellen so, ja. So war es aber schon in der Vergangenheit. Ja. Merkel hat doch viel Wahrheit gesagt. Ja, sie hat es doch selber gesagt in der Rede. Man kann nicht davon ausgehen, dass das, was wir vor der Wahl versprechen, nachher eingehalten wird, hat die so gesagt. Na, natürlich, ja. Das ist doch wahr. Sie hat doch nichts weiter als die Wahrheit gesagt. Keiner hat sich aufgeregt, von daher normal. Da kann keiner sagen, in dem Fall, dass sie gelogen hat. Wenn Strauß sagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Das hat er gesagt im Bundestag. Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn andere Politiker sagen, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Wenn das offiziell gesagt wird, hat er doch die Wahrheit gesagt. Oder Strauß, gibt es auch noch ein Bon mot, am Vormittag machen wir Propaganda, am Nachmittag machen wir Politik. Ja, und jetzt schau dir mal den Bundestag an. Wenn du den Bundestag dir anschaust, was ich ganz selten tue, einfach nur mal um einen Blick zu haben, wie ist jetzt die Lage dort, das reicht 5 Minuten, da merkst du, dass da jemand, der nicht der gleichgerichteten Meinung im Bundestag ist, sofort attackiert wird und nicht mal mehr frei sprechen kann. Das ist, als wenn du im Irrenhaus bist. Mhm. Ja, erwartest doch normalerweise, oder du nicht mehr, ich auch nicht mehr, aber ein normaler Mensch würde doch sagen, wenn ich jetzt einen Bundestag hätte, dann erwarte ich dort kompetente Menschen, die mir zeigen, wie es lang geht. Dass ich wirklich erkenne, super, dass wir den gewählt haben, der hat tolle Ideen, das ist logisch und jetzt geht es mir besser und dem anderen geht es besser. Bin ich dabei. Dann sagst du doch, wunderbar, da gut, dass ich das gemacht habe. Nee, ist doch genau das Gegenteil. Das sind doch inkompetente Schreihälse, die sich anschreien.
Auch noch eine äußerliche Geschichte. Es ist auch deswegen so verlogen, wenn Sie sagen, parlamentarische Demokratie und ringen um die besten Argumente, wenn Sie alle beim politischen Gegner, nicht nur bei der AfD, dann sich demonstrativ Ihrem Handy zuwenden oder Ihrem Tablet und damit auch demonstrativ ausstrahlen. Interessiert mich nicht, was du sagst, deine Argumente interessieren mich auch nicht, weil mich interessieren nur meine Argumente oder die meiner Partei. Ja, ja, das sind alles Argumente, alles Details, die man wieder so holt, und da merkst du, dann kann man sich ganz leicht wieder darin verstricken. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, was die alles machen, wie sie das alles machen, so wie du und ich jetzt gerade Beispiele gebracht haben. Ja. Aber an unseren eigenen Beispielen erkennen wir, dass es auch wieder ein Programm, wo man uns reinführt. Ablenkung. Selbst das ist Ablenkung. Wie würdest du denn jetzt die Meldung werten? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nochmal Israel, Nahost, dass die Deutschen, die deutsche Regierung, also auch eigentlich in Form von Baerbock, weil sie ist dafür verantwortlich als Außenministerin letztendlich, die Heimholung nicht organisiert bekommt. Ob das stimmt oder nicht, aber so wird es zumindest im Mainstream gemeldet, ja, dass sie auch fadenscheinige Ausflüchte hat, dass keine Militärmaschinen gestellt werden. Also es ist nur blöd, weil andere Länder machen es vor. Ist es auch wieder Teil Aufwachprogramm, dass die Leute sagen, ich habe heute mit einer Kundin gesprochen, die, ich weiß gar nicht, wo die politisch steht. Ja, wir haben telefoniert, die hat ein Problem am Computer, ich konnte von der Ferne helfen. Und dann hat ihr Firefox-Browser ging nicht, den habe ich dann wieder gängig gemacht und habe dann gesagt, so, jetzt machen wir den mal auf, der wird schon wird wieder laufen. Lief auch, und dann kam Tagesspiegel, ihre Startseite, also wird sie eher nicht auf unserer Seite sein, sage ich mal, aber ich habe mich nie darüber unterhalten mit ihr. Und da war die Meldung, auch mit Israel irgendwas. Und dann sagt sie, ja, das will ich gar nicht sehen. Und sie sagte dann, unsere Frau Baerbock scheint ja hier wirklich beste Arbeit zu leisten, da werden weiter Gelder gezahlt. Sie, ja, und auch die 300 Euro Flug mit Kreditkarte bitte vor der Evakuierung abbuchen lassen. Ja, also da kannst du nur mit, wenn du eine Kreditkarte hast, die gedeckt ist. Und also mir fiel nur auf, dass bei der hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die sich darüber so aufregt. Ja. Damit hast du nur wieder ein Beispiel, dass es eben Menschen gibt, die wacher sind, als du es vielleicht vermutest. Und dass es ja mehr davon gibt. Das ist ja dafür ein gutes Beispiel. Aber die Dinge, die wir jetzt hier gerade zusammenfügen, diese ganzen Dinge, die wir besprochen haben jetzt gerade, sind alles Ablenkung aus meiner Sicht. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, wir reden, wir sind selber, wir und, lenken selber ab. Und wieder, nochmal, wenn ein Mensch nicht in dem, sagen wir mal, höheren Denkmuster einsteigt, sich mit dem spirituell-geistigen zu beschäftigen, dass er nicht nur Fleisch ist, sondern dass der Geist Fleisch geworden ist im Körper. So wie es auch aus dem Christentum erklärt wird und in anderen spirituellen Lehren. So dass wir wieder begreifen, wir sind geistige Wesen hier auf diesem Erdball. Dann sind wir hier auch aus einem bestimmten Grund. Und dieses ganze Ding ist ein Schauspiel, ein Entfaltungsschauspiel, wo der Geist sich wieder befreit und erkennt, dass er mehr ist als nur Fleisch und Körper. Und dann kannst du auch erkennen, dass du mehr Macht hast, dass der Geist die Macht hat und nicht der Körper allein. Und dass du über deinen Geist eine bessere Welt erschaffen kannst, nicht einen besseren Planeten. Der Planet ist nicht die Welt, das will ich immer noch mal sagen, für mein Verständnis, sondern die Welt ist das, was wir konstruieren drumherum, das System, in dem wir leben. Und mit einem gesunden Menschenverstand, einer gottgegebenen Vernunft, dich wieder mit der Natur im Einklang zu sehen, weiter zu schöpfen mit deinem Geist, wahrzunehmen, dass du Fähigkeiten hast, die dir gar nicht bewusst sind. Dinge, die ich im Tai Chi praktiziere, wo ich Menschen bewege, ohne sie mit physischer Kraft anfassen zu müssen. Nicht, weil ich jetzt so ein toller Typ bin, sondern weil ich es erlernt habe, trainiert diese Fähigkeiten hast, geübt hast, ja, wieder zu schöpfen, was jeder von uns kann. Meine tiefste Überzeugung. Mit den Schülern, mit denen ich zusammen unterrichte, die haben alle den Werdegang nach einem gewissen Maß, der eine eher, der andere später, diese Energien zu fühlen, mit den Energien umzugehen. Und das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Das stärkt dich, dass du mehr bist als nur ein physischer Körper, weil du dann nicht nur schöne Worte hörst, was man alles kann, sondern du erfährst es durch praktische Anwendung.
Du erfährst es nicht durch spirituelles Denken, ich setze mich hin, die Welt ist schön. Und nein, nein, das ist wichtig, dass du es wirklich auch sondern begreifst. Ja, begreifst irgendwo. Ist das eine, es erfährst, ist der entscheidende Punkt. Erfahrung, physische Erfahrung machen und den physischen Aspekt der Welt nicht verleugnen. Also was nicht, man nicht wegdiskutieren kann. Ja. Ja, nicht abdriften in eine verspinnte, pseudo-geistige Welt, wo ich mir alles schön rede, da ist der Parkplatz und den kriege ich dann. Das ist nicht meine Welt der Spiritualität. Meine Welt der Spiritualität basiert auf Ursache und Wirkung, auf den Fundamenten, wo das Universum aufbaut, was dir im Kybalion erklärt wird, was dir aus alten Lehren der Indogermanen erklärt wird, was dir Indianer erklären, was dir die Quantenphysik erklärt, was dir die moderne Wissenschaft erklärt. Da müssen wir Menschen hin. Und davon wollen sie uns ablenken, verstehst du? Das macht ist für mich es. Wirklich, ist wirklich logisch. Ja. Davon, ja, wiederholt sich immer wenn wieder, man denkst, kann's immer wieder beobachten. Wenn man denkt mit rationalem Verständnis, ja, die Ukraine klappt nicht, jetzt brauchen sie was anderes, jetzt holen sie sich diesen Punkt Israel. Ist ja eine logische Schlussfolgerung. Ist auch in gewissem Maße in dem Programm enthalten. Und ein anderer sagt, nee, die wollen jetzt gerade von Biden ablenken, weil der wird ja jetzt angeklagt anscheinend. Da ist ja jetzt ein Untersuchungsausschuss. Wäre doch auch eine logische Erklärung, die Menschen dahin zu führen und nicht da zu sein. Alles Details, die logisch passen könnten, aber ist nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist immer wieder, dich in diese Abhängigkeit zu bringen, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich ablenken. Und da ist Angst nun mal ein super Faktor, den sie schon immer benutzen. Schau mal, selbst die alternativen Medien, die das nicht negativ meinen, da mag es wirklich welche geben, die streuen diese Angst ganz bewusst. Aber umso mehr sich die alternativen Medien darauf streuen, ja, und was ist denn jetzt mit der Ukraine? Und die Ukraine war ja hier und jetzt haben wir die da und jetzt ist wahrscheinlich aus dem Grunde und das ist hier und seid vorsichtig, weil da. Und jetzt kommen die 10 Tage Dunkelheit und ihr müsst einkaufen. Das ist vielleicht alles gut gemeint. Aber es macht Angst, ja. Aber es schwingt immer die Angst mit. Und die, die uns kontrollieren, die klatschen in die Hände. Die klatschen in die Hände für alle die, die jetzt diese Nachrichten fast schon gebannt verfolgen. Aufsaugen, ja, sagen, ja, ja. Ja, das und hier und da. Und jeden verurteilen, der sofort eine andere Meinung im alternativen Bereich hat. Auch da gibt es dann die, die dann sich hinsetzen und sagen, ja, das ist ja ein Verschwörungstheoretiker oder der gehört ja zum Deep State oder sofort. Das bringt wie ein Reflex, uns, ja. Das bringt uns nicht dahin, wo wir eigentlich, ich sag mal, wo die Menschen, die wirklich verstanden haben, dass wir in eine neue Zeitepoche gehen, in einen Paradigmawechsel. Und rational gesehen kann ich den Menschen nur sagen, die noch nicht da angekommen sind, sich spirituell damit auseinanderzusetzen. Wenn sie nur rein rational sehen, sehen sie doch, dass der Zerfall der polaren Welt, der, sagen wir mal, Kräfte, die bisher dieses System zusammengehalten haben, dass das zerfällt. Diese überregionale Macht ist doch nicht mehr in dem Status der Macht, wie es mal war. Überall stehen Nationen auf, in Afrika, überall auf der Welt, fangen die an zu sagen, nee, Schluss, wir wollen nicht mehr von euch bestimmt werden, wie wir unser Land führen. Das ist doch rein rational, da musst du ja nicht spirituell dich weiter mit beschäftigen, wenn du das nicht willst. Aber das ist doch erkennbar. Ja. Die USA, die Macht zerfällt doch kontinuierlich. Du siehst andere Nationen, die aufsteigen. China ganz vorne weg. Auch Russland letztendlich. Schau mal, wie ruhig China eigentlich ist. Ja, ja. China könnte der lachende Dritte. Also, nicht ablenken lassen. Nicht dahin gehen, der lachende Dritte, darum geht es jetzt gar nicht. Einfach nur feststellen, was da geschieht. Da ist Ruhe, die posaunen nicht. Wenn sie mal angegriffen wären, verbal, dann kommt mal eine Antwort, aber sie gehen nicht nach vorne und sagen, sondern sie machen. Die ganze Zeit ist dieses Land, dieses Riesenland, kontinuierlich am Aufbau. Kontinuierlich. Ja, ja. In der Zwischenzeit zerfällt der Rest der Welt. Ja, und was ich noch sagen wollte, also, und das ist ja auch ein Hinweis, wollte ich nochmal kurz zurückkommen auf Terror und Geheimdienste und letztendlich
alles geplant und gesteuert. Die islamistischen Anschläge von 2015 bis 2019 ungefähr, da war ja Paris, Manchester, Berlin, Breitscheidplatz, gab ja wirklich schlimme. Oder so, wie es uns gemeldet wurde, das muss ich also auch mittlerweile wirklich zu allem sagen, das hörte ja schlagartig auf. Warum? Weil es dann nicht mehr gewünscht war in dem Moment? Ja, ja, aber das ist nur als Beweis für mich auch, dass es möglich ist, das auch einfach schlagartig zu beenden. Orchestriert. Ja, genau. Für mich wirklich ein eindeutiger Hinweis, sage ich mal. Ja. Ja, allein, dass das so schlagartig aufhörte und es waren teilweise 2-3 Anschläge pro Jahr. Du kannst vieles hervorheben. Diese Weltwirtschaftskriege 2008. Mhm. Ja? Was ist uns da prognostiziert worden? Wow, jetzt ist alles vorbei. Ging ja einfach weiter. Ja. Bloß mit, Keiner hat mir gefragt, wo die ganzen Milliarden sind. Ja, aber das hat auch keiner gefragt. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren hieß es mal, Bill Gates ist der reichste Mann mit 50 Milliarden Dollar. Ja? Damit bist du heute vielleicht noch gerade unter dem... Du bist ein armes Würstchen unter denen. Also keiner fragte, auch es wird sogar gemeldet, die Milliardäre haben so und so viel mehr Vermögen. Keiner fragt sich, woher eigentlich. Ja? Wenn du heute 50 Milliarden hast, dann gehörst du zum Armenhaus der Milliardäre. Ja, da wirst du nicht eingeladen bei... Da wirst du gar nicht wahrgenommen. Das ist ein armes Schwein, der kommt da gar nicht klar damit seinen paar Euro. Ja, aber es hat auch keiner nachgefragt. Wie gesagt, es sind jetzt 150 Milliarden oder 200 Milliarden, was weiß ich, so die einzelnen Vermögen angeblich, aber keiner fragt, Moment mal, wir sind in der Wirtschaftsrezession, wo kommt eigentlich die Kohle her? Genau. Guck mal, wir hatten doch gerade das interessante Thema aus meiner Sicht Ablenkung. Ne? Ja. Eigentlich zieht sich das jetzt durch unser Gespräch durch. Und wir haben gesagt, dass auch die alternativen Medien dazu beitragen, wenn sie ständig dieses Programm bringen. Was ist denn mit Elon Musk auf X? Warum haut der denn ständig Dinge raus? Der erzählt doch auch auf einmal vom Bundestag, von der Regierung, von den Grünen. Seenotretter. Jetzt hat er sich mit der EU auf X angelegt, ja, der Chef. IT-mäßig. Damit streut Zensur. Er doch auch diese Themen. Ja. Er streut sie doch auch. Er kann Vollmeinung machen, ja. Ja, er streut sie doch auch. Und was macht er damit? Der lenkt dich auch ab. Der zieht damit auch ein Potenzial an Aufmerksamkeit, wo du dich dann dem wieder zuwidmest. Es stimmt schon, ja. Es ist teuflisch, ja. Merkst du, dass man immer wieder von diesem Sog angesogen wird? Und auch ich muss dann auch erstmal bei mir wieder erkennen. Und dann hinterfrage ich auch das, dass ich sage, ja, mach du den jetzt nicht unrecht, sag das nicht alles schlecht. Weil da ist ja auch wieder der positive Aspekt bei, dass Menschen jetzt scheinbar freier darauf agieren können und ihre Meinung kundtun. Ja, ja, das aber ist auch die, so mein aber, Ansatz. Aber die Frage ist, welche Art von Informationen förderst du durch diese Maßnahmen auf X? Fängst du an, dort immer mehr Menschen zu etablieren, die sagen, ja, wir haben hier schon eine Kommune, wir fangen schon an, selber anzubauen, wir haben schon Alternativen für Energien, wir haben schon den positiven Aspekt, wie das nächstes Jahr aussehen kann, hier vergrößert Nein, sich schon. Nein, ist alles nicht da. Du züchtest dir die Menschen ran, die dann kommen, ja, und ich habe gehört, ja, der, ach, na ja, guck mal, der Putin, der hat ja noch das gesagt und der Zelensky, na ja, das ist ein Schauspieler und der alles ist ja von hier. Ja, ja. Und na ja, der Biden, man muss ja auch ein Schauspieler sein, wobei das alles stimmen kann. Aber sind das die Gedanken, die dich in eine neue Welt bringen? Nee, das ist ja eigentlich fördern die ist dich, ja schon vergangen. Fördern die dich, in dich selber zu gehen und zu hinterfragen, was kann ich jetzt tun, damit die Welt das davon ab? Hält dich davon ab? Hast nicht die Zeit, diese Gedanken zu pflegen, ja? Und diese Vorstellungen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist ganz leicht für die, die uns kontrollieren, das wieder umzudrehen und mir dem bösen Peter oder uns zuzuspielen, wenn wir solche Gedanken denken, die sagen, ja, Moment mal, seid doch mal lieber froh. Als es Twitter war, da durftest du da gar nichts sagen. Jetzt kannst du da wenigstens mal den Mund aufmachen. Jetzt kannst du doch Menschen wach machen. Ja, ja, vollkommen so ist es, ja. Das brauchst du auch. Du musst auch den Menschen das Gefühl geben, dass du ihnen nicht mehr den Mund verbietest, weil sonst kriegst du sie ja nicht dahin, wo du sie hinhaben willst. Ja, ja, ganz tricky, ja, ganz perfide, ja, ja. Aber das ist natürlich auch, musst du auch genau aufpassen, wie weit lasse ich das gehen, ja. Ja, und jetzt sage ich sogar noch,
ich weiß gar nicht, wie intelligent der Elon Musk wirklich ist. Vielleicht glaubt er ja wirklich damit, das Gute zu tun. Vielleicht glaubt er ja jetzt kann die Welt besser werden. Vielleicht glaubt er das, aber das hilft dir nicht, in eine bessere Welt zu kommen, wenn du das hinterfragst. Und was er wirklich ist und wie er wirklich ist, habe ich aufgehört zu hinterfragen. Für mich ist nur klar, was ich will. Ich will nicht in eine Welt, wo mir Leute vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ganz genau. Ich will nicht in eine Welt, wo ich Steuern zahlen muss, die ich gar nicht zahlen müsste. Ich will in einer Welt sein, wo ich mit den anderen zusammen in einer positiven Win-Win-Situation bin. Wo der eine davon profitiert, dass ich bin, und wo ich profitiere, dass der andere ist. Aber nicht, dass ich profitiere und immer mehr habe. Und Menschen, die Milliardäre sind und Milliarden wirklich besitzen, wenn sie das besitzen, da stelle ich sofort die erste Frage, warum reicht dir nicht eine Milliarde, wenn du schon 50 Milliarden hast? Oder wenn du eine Milliarde hast, warum reichen dir nicht 500 Millionen? Oder wenn du 500 Millionen hast, warum reichen dir nicht 250 Millionen? Oder wenn du 250 Millionen hast, warum reichen dir nicht 125 Millionen? Warum kannst du nicht die Hälfte abgeben? Wenn du 75 Millionen hast, warum reichen dir nicht 75 Millionen? Beziehungsweise, warum willst du immer mehr haben? Warum, wenn ich eine Milliarde habe, warum muss ich irgendwann 50 haben? Kann sich doch jeder mal fragen. Fängt da nicht ab einem gewissen Punkt an, das Ego vordergründig zu sein und zu sagen, ja, ist mir doch egal, ich will das haben, ich brauche das, wofür auch immer. Ja. Wenn du dich selber fragst, was willst du mit 50 Milliarden? Wenn du dein Leben führst, wie du es jetzt führst, wäre es völliger Irrsinn. Also müsstest du dein Leben aufbauen, du müsstest aufpumpen, du müsstest erstmal eine ganz andere, weiß ich nicht, Kosten haben, die das überhaupt rechtfertigen, dass du sagst, das macht Sinn, dass ich so viel habe. Aber wie viele Kosten willst du aufbauen? Wie viele Angestellte willst du haben, die deinen Haushalt führen? Wie viele Häuser willst du haben? Wie viele Schiffe? Wie viel das, wie viel das, wie viel das? Kann sich doch jeder fragen. Der Mensch, der da noch drin steckt und sagt, naja, ist doch geil, ja, klar, 20 Häuser, 35 Mann Personal, ja, ist doch super, 3 Jets hier, da, das, da, das. Ja, wenn das jemand will, dann ist das sein gutes Recht. Für mich ist das aber nicht die neue Welt. Für mich müssten diese Menschen alle von sich aus sagen, wisst ihr was, wir gehen in eine neue Welt, Paradigmawechsel, meine 50 Milliarden, na, eine will ich jetzt noch behalten, die 49, die werden wir jetzt mal so verteilen, dass wir für uns hier was Vernünftiges machen. Freie Energie, das, 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 das. Aber ich baue keine Tesla-Autos. Keine Batterieautos. Ich mache das, was Tesla gemacht hat. Ich investiere das Geld mit Wissenschaftlern und baue die Konstruktion, dass ich freie Energie nutzen kann. Das ist ja eigentlich auch eine Grundverarsche, dass er das Tesla genannt hat, das Ding. Das ist eine Verarsche oder ist das clever? Beides vielleicht, ja. Beides gleichzeitig. Es ist auch clever, aber worauf willst du da hinaus? Darauf will ich hinaus, dass er das nutzt, das, was der Deep State auch macht. Ja, okay. Was ist denn mit der Religion? Die christliche Lehre als römisch-katholische? Das ist auch eine Religion, das stimmt, ja. Was ist dahinter? Was haben die gemacht? Die sind doch clever. Die haben den Kern der Wahrheit genommen und haben ihre Religion daraus gemacht. Die römisch-katholische Kirche. Was brauchten sie dafür? Die Intelligenz Gottes im Christentum. Und das mussten sie erhalten, genau. So, und was macht Tesla? Also nicht Tesla, was der macht Elon Musk? Der nimmt den Namen Tesla, weil er weiß, der hat die freie Energie kapiert. Der weiß, wie das funktioniert oder wusste das. Und jetzt nennt er sein Unternehmen Tesla und baut Batterieautos. Ist auch ein Kern Wahrheit, zugegleistert mit Mist. Ja. Ja. Kommt da nicht ein bisschen Offenbarung bei vor, wenn man über solche Sachen nachdenkt? Weil es ist ja unstrittig, dass das nicht funktioniert mit der Elektromobilität. Das war ja von Anfang an klar. Ja, aber der entscheidende Punkt dabei ist, jeder Mensch muss selber solche Dinge in sich erkennen. Es ist schön, auch für mich, dass ich von Menschen, mit denen ich zum Beispiel in Kontakt bin, die mir geistig
Stütze geben, ja, oder Bücher, die ich lese, oder Menschen, die ich denen ich folge auf irgendeinem Channel, wenn ich da Sachen höre, die mich inspirieren, mhm, dann heißt das immer noch nicht, dass ich das jetzt sofort als absolute Wahrheit in meinem Hinterkopf verbuche, sondern ich spüre die Inspiration und arbeite weiter damit. Und dann offenbaren sich bestimmte Sachen. Der Dieter Bröers, der hat zum Beispiel gerade wieder ein sehr gutes Video hervorgebracht mit einem Protagonisten, da habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf, aber der ist auch gut im Thema. Und die sind, nennen das Energieabgleich oder nee, Realitätsabgleich. Mhm. Und er ist ja Biophysiker, ne? Das schon jahrzehntelang, hat ein sehr fundamentiertes Wissen und ist gleichzeitig aber auch ein spirituell offener Mensch und nimmt die Dinge sehr aus einer höheren Perspektive wahr. Und der hat mich angeregt, in dem Gespräch zum Beispiel darüber nachzudenken, was bedeutet denn eigentlich das Leben in einem Einzelnen von uns, bezogen auf lange Zeit in Inkarnation, wo wir Dinge energetisch in diese Welt tragen. Mhm. Und da gibt es die Akasha-Chronik, wenn du das mal gehört hast. Oder in der Quantenphysik das Quantenfeld. Das besteht letztlich aus energetischer Information. Jede Zelle, aus die unser Körper besteht, ist in der Essenz Energie und kommuniziert miteinander. Ohne Zelle kein Körper. Mhm. Ohne Zelle kein Leben. Kein Leben auf diesem Planeten, wenn es nicht eine Zelle gäbe, die sich teilt. Vom Eizeller angefangen, so weiter. Mhm. Kommunikation. Was ist Geist? Geist ist reine Kommunikation. Nur darüber geht es eigentlich, ja. Mhm. Jegliche Energie kann nur in irgendeiner Form sich entfalten über Kommunikation. Mhm. Auch also ist unsere ganze Lebensgeschichte der Menschheit basiert auf Kommunikation im geistigen Sinne, nicht nur verbal. Also ist dieses Akasha-Feld, das Quantenfeld, gefüllt mit unseren Informationen. Bewusstseinsinformationen. Mhm. Und das ergänzt sich über einen bestimmten Zyklus. Das ist wie ein Glas, was du mit Wasser füllst. Und das sind Informationen. Und irgendwann bist du mal an dem Punkt, da brauchst du nur noch einen Tropfen. Und dann schwappt das über. Dieser letzte Tropfen, der ist unvermeidlich, den brauchst du. Mhm. Mhm. Bis dahin sind endlose Tropfen hier reingefallen als Information, wie dieses Glas als Ganzes füllen. Und das ist ein Zeitzyklus. Und diese Information, mhm, die wir in diesen Zeitzyklus gegeben haben, der ist jetzt an dem Punkt, wo noch keiner weiß, wann der letzte Tropfen da ist, dass dieses Glas überschwappt. Aber dass das Glas schon randvoll ist, mhm, das ist bewiesen aus der Sicht, so wie wir es jetzt betrachten, durch den Zeitzyklus. Weil der Zeitzyklus ist irgendwann vorbei, dann kommt ein neuer. Und das ist der Paradigmawechsel. Jetzt ist also nur noch die Frage, wann ist dieser letzte Tropfen da, damit das ganze Ding richtig umschwappt. Und wenn du jetzt die Dinge so siehst, dass du jetzt die jetzige Zeit so betrachtest, dass das Glas schon randvoll ist und es braucht jetzt noch ein paar Tropfen an geistiger Information, dann wollen die diese geistige Information blockieren. Verhindern, dass es dazu kommt. Und wie kannst, mhm, du das machen? Indem du den Geist wieder in die alten Paradigma-Gedanken bringst, die das Glas nicht weiter füllen. Und das passiert, genau. Mhm. Ist das einigermaßen, mhm, vernünftig erklärt, mhm, jetzt? Was macht das, mhm, mit dir in deiner Wahrnehmung, wenn ich das so ausdrücke? Ist das einigermaßen plastisch? Nein, es ist wirklich logisch, weil wir dann wirklich, es drängt sich wirklich auf, dass wir voll gestopft werden mit diesen Informationen, die vielleicht teilweise erfunden sind oder jedenfalls weit nach vorne geschoben werden, damit wir was zu tun haben und alle darüber diskutieren und jeder seine Meinung dazu sagt und rumstreiten auch noch und dann anfeinden auch noch, ist ja auch gut. Ja. Aber nochmal, mit der plastischen Darstellung, macht das für dich
Naja, ich stelle mir das gerade vor, dass die sagen, es sind nicht mehr viel Tropfen, ja. Also mit anderen wir Worten. Wir müssen hier alles geben, weil wir sind kurz vor knapp irgendwie. Mit anderen Worten, da will ich ja nur drauf hinaus. Also die plastische Darstellung. Ist wunderbar, das ist ein schönes Bild, okay. Ja. Weil ich habe ja die letzten Male unserer Salongespräche, auch in den Live-Gesprächen, da sprechen wir ja auch diese Themen an, da habe ich doch vom Nährboden gesprochen. Ja, richtig. Geistiger Nährboden, genau. Ja, das ist das Gleiche, nur eine andere Metapher. Mhm. Der geistige Nährboden, den wir in der Zeit des Kali-Yugas hatten, der letzten 5000 und Jahre, was immer das jetzt genau ist, habe ich nicht im Kopf, da war der Nährboden für die tieferen Frequenzen, der Nährboden für tiefere, sagen wir mal, schwingende geistige... Bessere Voraussetzungen dafür, ja. Ja, für tiefer schwingende geistige materielle Gedanken, dich mehr mit dem Materiellen auseinanderzusetzen. Materiell, Ego, all das hängt damit zusammen. Das war ein perfekter Nährboden. Damit konnten auch die dieses Wissen haben, uns perfekt kontrollieren. Oder fast, sagen wir mal, perfekt. Ja, aber perfekt war es nie, aber fast. So, und da aber dieser Nährboden im Zeitraum, der dieses Zyklus sich immer mehr verwandelt zu einem Nährboden, der nicht diese tiefen Energie, sondern höher schwingende Energien braucht. Geistig höher schwingend bedeutet auch Herzenergien, positive Energie, dem Leben zugewandt, nicht negativ dem Leben entgegengesetzt und der Natur entgegengesetzt, sondern der Natur zugewandt. Und was wir in den letzten Zyklen erleben, ist doch dieser Irrsinn, immer mehr der Natur zu widersprechen. Seit Jahrzehnten Pestizide in die Welt zu bringen, zu erzählen, du brauchst in deinem Körper Chips, dein Körper ist nicht perfekt, dein Gehirn ist nicht perfekt, alles das muss noch technologisiert werden. Geht doch gegen die Natur. Gene zu verändern, der Mensch sei gentechnisch nicht perfekt. Neuro-Link irgendwie, wir brauchen... Alles diese Dinge sind doch gegen die Natur. Ist doch deutlich zu erkennen. Auch wenn du den ganzen spirituellen Aspekt, den ich jetzt erklärt habe, auch da, rein rational. Ja. So, und jetzt fangen immer mehr Menschen an, das zu verneinen. Und damit nähren sie den neuen Nährboden. Der kommt aber orchestriert vom Universum, dieser Nährboden, diese Energie. Die erschaffen wir nicht. Die ist schon göttlich vorgegeben. Sie gibt uns aber den Nährboden jetzt mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, diesen Nährboden zu füllen. Und dann wird dieser Wechsel auch dementsprechend schneller stattfinden. Als wenn du noch an den alten Mustern festhältst und dich ständig ablenken lässt, war es jetzt Israel, war es der Mossad, war es der, war es hier, war es da, war es dort. Und in diesem ganzen Muster ständig dich wieder fängst, da bist du nicht bereit, diese Energien wirklich zu geben. Dein Geist ist nicht bereit. Nicht, weil du böswillig dagegen arbeitest, sondern weil du dich wieder gefangen nehmen lässt. Das ist der Punkt, meiner Meinung nach, der unbedingt von der Seite verhindert werden muss, dass zu viele Menschen sich dessen bewusst werden. Weil damit beschleunigt sich dieser Zerfall der alten Welt immer mehr. Es gibt auch diese Silke Schäfer, ne, die finde ich auch sehr interessant, Astrologin, die sehr fundamentiertes Wissen hat und auch von Zyklen spricht, aber auch von kürzeren Zyklen. Und es ist sehr bezeichnend, dass sie vor einiger Zeit genau vom Zeitzyklus besprochen hat, in dem wir uns jetzt bewegen. Einer geht jetzt bis Ende November und dann gibt es einen anderen, der geht von Oktober wieder bis Januar, Februar, März. Und da sind gewisse Konstellationen, die einen Energieraum bilden, der ein Potenzial hat, auch wieder für Aggressionen, auch wieder für Verstrickungen. Und das ist schon sehr interessant, dass sie genau die uns hier kontrollieren, diesen Energiezyklus nutzen, um jetzt von der Ukraine nach Israel zu gehen und da Aggression zu installieren. Weil damit haben sie wieder einen gewissen Aufwind, dass sie genau diese Zyklen kennen, wo Gestirne so konstruiert sind, dass man die Energien nutzen kann. Die gleichen Energien kannst du aber zum Positiven nutzen.
Wenn du jetzt also anstelle von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben in Israel, wenn du anstelle von dem jetzt ein Ereignis stattfinden hättest lassen, wo du sagst, wir geben die neue Energieform bekannt, dann hättest du das mit einer enormen Energie verstärkt, dass es in die Welt getragen wird. Die Energien sind also in der Essenz neutral. Mhm. Aber wir sind die Menschen, oder wir die Menschen beurteilen dann mit unserem Geist und mit der Beurteilung unseres Geistes senden wir Energien aus ins Positive oder ins Negative. Mhm. Und die, die uns kontrollieren, wissen das. Diese Frau hat sogar Horoskope erstellt für den Vatikan. Wann ist er gegründet worden? Da gibt es Zyklen. Wann ist ein Papst abgetreten? Wann ist ein neuer gekommen? Passt das in die Zyklen? Und die haben sich genau diese Zyklen ausgesucht. Weil diese Zyklen immer Energien hervorgeben, die du nutzen kannst. Auch 9/11 hat einen Zeitzyklus gehabt, wo genau dieser Tag benutzt wurde, um diese Energien nutzen zu können. Mhm. Wenn du aber keine Ahnung davon hast, dann fixierst du deinen Geist an diesem Tag nicht auf positive, sondern auf negative Energien. Und wenn du dich einbinden lässt von den Ereignissen, die man konstruiert, damit du negative Energien erzeugst, stärkst du die Kraft. Ja, ganz klar. Mhm. Wenn du also jetzt so eine negative Sache erfährst, aber weißt über die Dinge Bescheid und erkennst, ah, das ist ja der Zyklus und jetzt nutzen sie genau in diesem Zyklus das, da musst du in die Entspannung gehen und sagen, Kinder, nee, meine Energie kriegt ihr nicht. Ich gehe in eine ganz andere Energie. Ich gehe jetzt mit meiner Freundin, mit meinem Kumpel, mit wem noch was, einen schönen Kaffee trinken, wir entspannen uns, wir unterhalten uns über den nächsten Urlaub oder sonst irgendwas und gehen in eine völlig andere Energie. Mhm. Mhm. Wir setzen das fort. Ja, gerne. Liebe Zuschauer, wir kommen zum Ende. Wir haben auch, wir müssen ein bisschen früher aufstehen morgen. Ein bisschen ist gut. Ich mache das für dich, weil du mein Freund bist. Aber ich mache das nicht öfter. Ich habe schon gehört. Ich will es nur sagen, vorzeugen. Nicht öfter. Dir. Einmal ja. Aber ich hätte es mir auch anders lieber ausgesucht. Ich weiß, aber ich sage es ja nur. Ich mache es für dich einmal, aber nicht öfter. So machen wir es. Liebe Zuschauer, nochmal kurz hingewiesen auf die zwei Termine Wien und Aschaffenburg jetzt am Samstag, Sonntag und ein Wochenende drauf in der Lüneburger Heide und bei Bremerhaven, Walsrode. Mike, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf das Wochenende. Und liebe Zuschauer, vielen Dank an euch. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Danke. Thomas, in dem Sinne danke ich dir. Ich freue mich auf morgen, auch wenn es sehr früh ist. Ich freue mich auch auf die Zuschauer jetzt am Wochenende und wünsche allen anderen eine gute Zeit. Geht in die Entspannung, macht euch nicht verrückt. Es wird alles gut. Ciao.